Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen nach der Hälfte des Monats, also wir gehen schon wieder zum Ende des Monats hin, aber ich habe gedacht, ich zeige euch trotzdem noch, was ich gerade aktuell lese. Denn irgendwie haben sich meine letzten Videos immer nur darum gedreht, was habe ich für Bücher gekauft, was habe ich für Bücher auf dem Sub, was. Ja, es ging irgendwie gar nicht mehr darum, was lese ich oder was habe ich gelesen. Und das ging mir ein bisschen auf den Nerv und deswegen machen wir heute mal ein Currently Reading. Auch wenn es ein bisschen später kommt. Und ich habe vier Bücher, über die ich reden kann, möchte. Und ich habe noch ein fünftes in der Mache, aber da bin ich schon fast durch. Und bei dem einen bin ich noch nicht so weit. Und das habe ich erst ein Kapitel gelesen. Und deswegen, über die will ich noch nicht reden. Und über das eine will ich nicht mehr reden, weil das hat, wie gesagt, ich bin schon fast durch. Was lest ihr denn gerade? Lest ihr gerade mehrere Sachen gleichzeitig, so wie ich, oder lest ihr nur ein Buch? Ich glaube, das frage ich jeden Monat, aber das interessiert mich ja auch, ob ihr das, wie ihr das so macht, ne? Und ist denn schon irgendwas dabei, wo ihr absehen könnt, es ist ein Highlight oder ein Lowlight? Man hat ja immer so das Gefühl, ne? Ich habe momentan eigentlich nur Bücher, die mich, boah, doch, die mich begeistern können. Das ist eigentlich ganz cool, weil war jetzt auch die letzte Zeit oft so, dass ich das Gefühl hatte, so irgendwie erreicht mich nichts. Und ich bin ja momentan in so einer richtig krassen New Adult Phase. Also ich könnte gerade eine Liebesgeschichte nach der anderen wegsuchten und diesen Drang muss ich auch irgendwie nachgeben. Also das ist sonst, ich fühle mich sonst nicht glücklich. Ja, aber tatsächlich fangen wir heute mit einem Buch an. Das ist nicht, ist keine Liebesgeschichte, sondern eine Weihnachtsgeschichte. Falls ihr meinen Lesemonat geguckt habt, habt ihr den Struggle damit schon gesehen, denn ich lese gerade, ich muss immer so meinen Zettel gucken. Ich habe hier so einen Zettel, was ich lese, weil das zwei davon sind E-Books. Und zwar Die Reste frieren wir ein, Weihnachten mit Renate Bergmann von Renate Bergmann. Und ja, ich wollte unbedingt mit der Reihe weitermachen, weil es ja zu Projekt Reihenbeenden gehört. Und dass jetzt das nächste Buch halt eine Weihnachtsgeschichte war, hat mich so ein bisschen abgenervt, weil, okay, wir haben jetzt zwar eher herbstliches Wetter momentan, aber trotzdem ist es halt irgendwie unpassend. Ich hatte einfach keine Lust. Also wenn ich jetzt Lust auf Weihnachten gehabt hätte, dann wäre es cool gewesen. Aber irgendwie, ich habe dann auch hinterher gesehen, ich habe mich vertan. Da war ich aber schon mittendrin. Ich habe irgendwie eine Geschichte vergessen zwischendrin, die keine Weihnachtsgeschichte gewesen wäre, aber naja, egal. Dieses Weihnachtsbuch ist sowieso irgendwie nur so eine lose Zusammenfassung von so Kurzgeschichten, halt von so, ja, Erzählungen über Weihnachten, wie Renate, die 82-jährige, 84-jährige Seniorin, ihre Weihnachten so in der Vergangenheit verbracht hat und was die da so macht. Das gab es ja schon, ich glaube, da gab es schon ein oder zwei Bände, also da wird alle paar Jahre wird da so ein Weihnachtsmann rausgekloppt. Ja, es ist ganz nett, aber es ist definitiv für mich der schlechteste Renate Bergmann-Band. Also da ist irgendwie gar nichts, was mich so antreibt, weiterzulesen. Ich finde es irgendwie langweilig. Also es ist nett geschrieben und so, aber ich mag einfach lieber die Geschichten, die in der Jetztzeit spielen, wo sie dann erzählt, was sie so mit ihren Freunden macht und so. Und bisher ist halt so aus der Vergangenheit und so. Das ist halt irgendwie nett, aber es interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Also das packt mich gar nicht. Und das Buch hat nur 150 Seiten oder so und zieht sich irgendwie ewig. Ich finde, die Kapitel sind irgendwie übelst lang, ohne dass da mal ein Absatz kommt. Und ach, ich weiß nicht. Irgendwie, wahrscheinlich liegt es einfach an mir, weil ich halt irgendwie jetzt gerade nicht so das Bedürfnis nach einem Weihnachtsbuch habe. Ah, kennt ihr die Renate Bergmann-Reihe und mögt ihr die auch so gern wie ich? Ich bin da ja damals nur drauf gekommen, durch Madame Toussaint liest. Den Kanal mag ich ja unwahrscheinlich gerne. Und in letzter Zeit liest sie eher so Klassiker, aber früher hat sie halt auch viel so, ja, so Chick-Lit und sowas gelesen. Und da habe ich Renate Bergmann entdeckt und ich mag die einfach. Aber der Band ist jetzt halt irgendwie nicht so mein Ding. Also, aber der nächste wird wieder besser, das weiß ich. Also es ist jetzt für mich kein Grund, die Reihe abzubrechen oder so. Und ich würde die ja gern bis zum Ende des Jahres noch aufforsten, bis auf den aktuellsten Band. So, dann lese ich gerade noch. Ich habe endlich angefangen. Ich hatte dieses Buch hier in so vielen Want-to-Reads mit drinne und es hat mich schon irgendwann richtig genervt, dass ich nicht endlich dazu greife, weil, egal worum geht's erstmal, To Love Wendell von Carrion Cole. Letztes Jahr war ja To Love Storm eins, es war schon irgendwie so ein Highlight, weil es ein Erotik-Thriller
Roman war, der irgendwie trotzdem eine Handlung hatte, aber auch die Sexy Time irgendwie cool in Szene gesetzt hat. Und da geht es ja um so Mitglieder einer Rockband, die dann halt die Liebe finden. Und ich hatte das Glück, dass ich damals gar nicht wusste, dass es da um eine Rockband geht, denn sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Also in letzter Zeit bin ich dann doch ein bisschen offener geworden, was diese Rockstar-Geschichten angeht. Und ich muss auch sagen, Carrion Cole verpackt das ganz anders als jetzt die üblichen New Adult-Autoren. Ich glaube einfach, ich habe da auch nicht so gegriffen, weil ich halt To Love Storm, den ersten Teil, so gut fand und dann so ein bisschen Schiss hatte, dass mir der Band jetzt da nicht mehr gefallen könnte. Aber es war irgendwie voll krass. Ich habe die ersten Seiten gelesen und war sofort drin in der Geschichte. Es ist so gut. Es ist, also Carrion Cole kann so toll erzählen. Also wenn ihr gerne New Adult lest, dann los, holt euch Carrion Cole. Die ist einfach cool. Es ist schon sehr sexy, aber interessant sexy. Nicht dieses, wir rödeln dauernd rum und alles wiederholt sich, sondern es ist schon irgendwie cool gemacht. Ja, es geht hier um Vandal. Und Vandal ist, ich glaube, der Bassist von Ashes and Embers oder Embers und Ashes. Ich kann mir nie merken, wie diese Band heißt. Ja, auf jeden Fall ist er halt Mitglied von dieser Rockband. Und er hat eine Tochter. Mit einer Frau, mit der er einfach nur Sex hatte. Also die waren nie zusammen und da ist halt eine Tochter entstanden und sie ist auch das einzig Gute in seinem Leben. Also sein Leben lief nicht so besonders berauschend bisher. Er hatte dann Glück, dass er jetzt Mitglied dieser Band ist. Und ja, er kümmert sich wirklich sehr liebevoll um seine Tochter, die er, ich weiß nicht, glaube ich, jedes zweite Wochenende sehen darf. Ja, und eines Abends ist er sehr müde, steigt ins Auto und will seine Tochter nach Hause bringen, zu seiner Mu also zu ihrer Mutter, und dann haben die einen Unfall. Und das Kind stirbt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Vandal daraufhin erstmal richtig kaputt ist. Also, das ist jetzt halt kein Spoiler, wenn mir jetzt wieder vorgeworfen wird, ich würde zu viel zu erzählen. Also, es steht auch auf der Rückseite, dass das Kind stirbt. Und man wusste es auch schon, wenn man den ersten Band gelesen hat. Ja, das Kind ist tot und Vandal ist am Boden zerstört und gibt sich so seinen dunklen Abgründen hin. Er hat eine miese Vergangenheit mit einigen Substanzen und ja, er ist einfach richtig down. Und dann lernt er auf dem Friedhof Tabitha kennen. Und Tabitha hat auch gerade jemanden verloren. Und ja, die beiden kommen, die beschließen einfach ganz kurzerhand, also er gabelt sie praktisch auf dem Friedhof auf. Er ist mit seinem Motorrad da und sagt, ey, willst du was erleben? So, weil sie ist auch gerade am Boden zerstört, sie ist am Heulen. Und ihr ist einfach alles egal. Und sie sagt einfach ja. Und dann fährt sie mit ihm mit. Und die beiden beginnen dann so eine Affäre miteinander, also eine erotische Zeit, die für beide irgendwie heilsam wirken wird. Und da ist aber noch etwas, das Vandal weiß und Tabitha nicht. Und was sie garantiert nicht besonders gut finden wird. Ich weiß nicht, Carrion Cole lässt einen Vandals Schmerz so auf jeder Seite spüren. Ich war so drin, ich war so emotional mitgerissen. Und trotzdem ist es nicht so, dass es einen so runterzieht. Es ist nicht so ekelhaft Depri, weil da sind auch Witze dann zwischendrin, die das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Und es ist so angenehm zu lesen. Und es geht hier diesmal in eine erotische Richtung, die mir sonst nicht so zusagt. Ich habe aber zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, dass die Autorin wirklich Ahnung hat, wovon sie schreibt. Obwohl, da gab es schon noch ein paar andere Bücher. Also ich sag's mal so, Vandal hat so ein paar härtere Vorlieben. So ein bisschen wie Christian Grey. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Denn ich habe echt das Gefühl, also zum Beispiel im vorherigen Band ging es gar nicht um sowas. Und ich habe aber wirklich hier das Gefühl, mal was Authentisches zu lesen. Die Autorin hat wirklich einen Plan, wovon sie schreibt. Und es ist nicht so klischeehaft, sondern es ist angenehm und mitreißend irgendwie. Und nicht, ich habe bei dieser Art Büchern oft das Gefühl, dass der dominante Mann so herablassend zu der Frau ist. Und das ist hier überhaupt nicht. Und das gefällt mir so unglaublich gut, weil es einfach zeigt, man muss keine Klischees erfüllen. Es ist
so angenehm, das zu lesen. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es ist so erfrischend anders. Also, es gefällt mir sehr gut. Ich habe auch ein bisschen was zu meckern. Das werde ich dann in meinem Lesemonat erzählen. Aber prinzipiell bin ich echt richtig begeistert. Und ich habe mir auch schon den dritten und diesen Monat auch schon den vierten Teil geholt, weil ich einfach weiß, ich möchte dann direkt weiterlesen. Also ich will dann nicht so wieder so lange Zeit vergehen lassen, bis ich weiterlese. Es ist einfach mitreißend und es ist eine richtig gute Autorin. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, gebt ihr echt mal eine Chance. Also ich finde, die braucht viel mehr Aufmerksamkeit, weil die echt gut schreibt. Dann habe ich ein Buch angefangen, das hatte ich jetzt auch schon ewig auf meiner Want-to-Read-Liste. Und Sarah von The Happy Novelist, wenn du das jetzt siehst. Ich habe endlich mit Game On angefangen. Ja, ich habe irgendwie nicht dazu gegriffen. Es war jetzt ewig. Ich habe ja so ein Bücherwägelchen. Also, die kennt ihr bestimmt, diese Wagen von IKEA, diese Servierwagen. Da sind immer meine Bücher drin, die ich als nächstes anfangen möchte. Und ich habe irgendwie nicht dazu gegriffen. Ich weiß nicht warum. Was mich da so abgehalten hat, das einzuschieben. So, prinzipiell habe ich ja nie Platz für ein neues Buch und muss da irgendwie immer Neues einschieben. Aber jetzt habe ich endlich mit Game On angefangen. Ich bin noch gar nicht weit, 50 Seiten. Und ja, es geht hier um Anna und die ist am College und lernt da an ihrem ersten College-Tag Drew Baylor kennen. Und er ist sofort angetan von ihr. Er ist so der Quarterback, der Star-Quarterback. Wenn er irgendwo in einen Raum kommt, dann verstummen die Leute oder flüstern hinter vorgehaltener Hand so: "Oh, das ist Drew, der Quarterback." Oh. Und für ihn ist das so ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall, er und Anna lernen sich am ersten Tag des Colleges kennen. Also nicht am ersten, also des neuen College-Jahres lernen sie sich kennen. Und er ist sofort hin und weg von ihr. Und sie findet ihn auch ganz nett, bis sie halt erfährt, wer das ist. Denn er ist ein Sportler und da hat sie nicht so viel Bock drauf. Und ja, er versaut es halt direkt. Er will sie ansprechen und sagt dann etwas zu ihr, was sie halt echt nicht witzig findet. Und ab da hasst sie ihn. Also so richtig leidenschaftlich hasst sie ihn. Und gleichzeitig findet sie ihn so unglaublich hot. Und ja, das ist eigentlich das, was ich bisher gelesen habe. Also es geht jetzt schon ein bisschen weiter. Also das war so der Prolog, wo die beiden sich kennenlernen. Und ja, jetzt hassen die sich halt. Also er hasst sie nicht. Er würde sie am liebsten sofort vernaschen. Und ach, sie ist auch total scharf auf ihn, aber sie hasst ihn halt inbrünstig. Ja, das ist irgendwie ganz süß bisher. Also hier hinten steht da noch drauf, die werden wohl einen One-Night-Stand miteinander haben. Und dann hat sie halt keinen Bock mehr auf ihn, so will ihn wegschieben. Und er ist aber hartnäckig und will unbedingt ihr Herz gewinnen. So, das steht hier hinten drauf. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich habe den Einstieg, der war irgendwie echt ungewohnt, dass die sofort, also die haben sich praktisch auf Seite 1 kennengelernt und gleich miteinander geflirtet und so. Das gibt es bei anderen Geschichten ja auch, aber irgendwie, ich habe damit nicht hier so gerechnet. Und irgendwie, es ist sehr sexy. Also hier werden ständig Brustwarzen hart und also es wird schon sehr. Es ist sehr körperbetont, sag ich mal so. Also bei allem, was die so denken, wird es immer sehr schnell so, ich will mit ihr ins Bett, so ungefähr, ne? Und das ist irgendwie, habe ich damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das ist so eine süße, kleine, niedliche Sport-Romance, ähnlich wie bei Elle Kennedy. Da habe ich ja letztens The Deal gelesen, aber irgendwie ist das anders. Und ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, wie mir das gefällt. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann wirklich noch gar nichts dazu sagen. Also, ich habe die Charaktere jetzt noch nicht so gut kennengelernt, dass ich sagen könnte, oh, ich bin hin und weg. Ich habe sogar ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht nachher nur so ein durchschnittliches Buch wird, weil alle sind ja so begeistert. Aber wie gesagt, ich habe erst 50 Seiten gelesen. Ich muss einfach mal weiter reinkommen und dann packt es mich hoffentlich auch. Ich habe ja schon die ganze Reihe da. Wenn mir das jetzt nicht gefällt, ist es natürlich richtig ätzend. Also, ich möchte es mögen, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz drin. Mal gucken. Und als letztes habe ich dann ein Rezensionsexemplar vom Lux Verlag geschickt gekriegt, nämlich Boston Bales Hunter von LJ Shen. Ja, wer meine Videos regelmäßig guckt, hat vor 2, 3 Monaten mitgekriegt, dass ich Dirty Headlines richtig, richtig mies fand. Und
Ich habe es jetzt aber nochmal probieren wollen, denn ich habe ja den ersten Teil der Äußeren Haie-Reihe gelesen und fand das so gut, weil ich gemerkt habe, dass LJ Shen sich bei ihren Charakteren so Mühe gibt, dass die halt auch mal wirklich einen Charakter haben und dass die tiefgründig sind und kaputt. Und das hat mir so gefallen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, hier probierst du es nochmal. Ich habe noch die anderen beiden Teile der Äußeren Haie-Reihe da. Ich könnte die auch erstmal lesen, aber man will ja auch mal was Neues erleben, ne? Vor allem hat mich hier nämlich richtig angesprochen, dass es hier um Sailor geht und Sailor ist Bogenschützin und will unbedingt bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und dieses Olympia-Setting finde ich ja richtig geil. Wobei es geht jetzt gar nicht um Olympia bisher. Also es geht einfach um Sailor und die hat halt nicht so wirklich Kohle. Dafür aber ja, Ambitionen. Und es gibt da auch ein paar Leute in dieser Bogenschützenliga, die sie nicht so toll findet und ihr familiärer Background ist auch etwas fragwürdig. Ja, aber sie ist halt total, sie will unbedingt, ja, zu den Olympischen Spielen. Und dann haben wir noch Hunter. Hunter ist so ein verwöhnter Schnösel und er kommt halt aus so einer super reichen Familie und in dieser Familie hat er es nicht einfach. Sag ich mal so, und er versucht sich dann abzulenken, ja, mit Dingen, die Geld kosten. Denn Geld gibt es in dieser Familie halt mehr als genug. Da juckt es niemanden, wenn er viel Geld ausgibt. Und ja, mit Frauen lenkt er sich ab. Mit Alkohol, Partys, Geld und Frauen. Und es passiert etwas, wo so ein kleiner Skandal entsteht. Und das ist auch wohl nicht Hunters erster Skandal. Und daraufhin, ja, droht sein Vater ihm, du, ich drehe dir den Geldhahn ab, außer du besserst dich jetzt ein bisschen. Und dazu, ja, will er dafür sorgen, dass Hunter halt ein sorgenfreies Bild nach außen trägt und zwingt ihn für 6 Monate mit Sailor in eine WG zu ziehen, damit sie auf ihn aufpasst. Und er findet das erst gar nicht so cool, aber denkt dann, ja, es bleibt ihm halt nichts anderes übrig, ne? Und Sailor wird dann von seinen Eltern finanziell unterstützt. Und das ist für sie Antrieb genug, sich mit diesem Vandalen zusammenzutun. Und ja, das ist halt dann, also es gibt Chaos. Das kann ich schon mal sagen. Es ist aber super unterhaltsam geschrieben. Ich habe jetzt von einigen gehört, dass ihnen die Ausdrucksweise von LJ Shen zu vulgär ist. Ich kann das in gewisser Weise auch nachvollziehen, denn ich glaube, der erste Satz ist so: Titten. Ich spürte Titten. Ja, mein Gott, das ist so der Stil von LJ Shen. Also wenn ihr das gar nicht abkönnt, so vulgäre Ausdrücke und so, dann ist das nichts für euch. Die ist so. Das war in allen Büchern bisher so und das ist wohl ihr Stil. So, ne? Mich stört das nicht. Ich habe ja selber so eine Kodderschnauze und von daher kann ich das so überlesen. Ich finde, das ist halt nicht so super billig, sondern es hat ja trotzdem irgendwie seinen Grund, warum gewisse Personen so reden, wie sie reden. Und es ist super lustig. Also Sailor und Hunter zusammen, die sind halt wie Feuer und Wasser. Und das ist so unterhaltsam und so erfrischend. Es ist keine neue Geschichte, wenn man es so sieht, aber es ist anders. Es ist halt so, es ist mitreißend und einnehmend. Und das brauche ich bei so einem New Adult Roman einfach. Ich will, dass es mich mitreißt. Es gibt hier allerdings, die haben natürlich auch ihre Probleme. Also es ist schon irgendwie tiefgründig. Bei Hunter merkt man total schnell, warum der so ist, wie er ist. Und bei Sailor ist halt der familiäre Background, also der ist Background. Oh, Tanja, ey. Also es ist das, das ist super, das ist Gold wert, das ist so Comedy Gold, wirklich. Und LJ Shen versucht es halt so tiefgründig schon zu beschreiben, aber manchmal wird es auch unfreiwillig irgendwie lustig. Ich weiß nicht, irgendwie ist es cool. Ja, also dieses Buch, ich bin bisher, das lese ich übrigens mit der Leo von Dunkelbunte Träume zusammen. Und wir sind jetzt so bei Seite 100 ungefähr. Und das ist, ja, es ist cool. Also es macht einfach richtig Spaß. Ich bin total begeistert. Das ist richtig einnehmend, das Buch. Also am liebsten würde ich es direkt durchsuchten, aber wir lesen es ja zusammen, da macht man das ja nicht, ne? Es ist cool. Also es macht einfach Spaß und so soll es ja auch sein beim Lesen, ne? Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Da lohnt es sich auch manchmal den Autoren eine zweite Chance zu geben. Ich meine, nur weil mir das Dirty Headlines nicht gefallen hat, heißt es ja nicht. Das ist ja so eine 50-50 Chance, dass mir das gefällt. Aber ich meine, ich lese ja auch super gern Penelope Ward. Und auch die hat schon Bücher geschrieben, die mich nicht begeistern konnten.
Und das ist halt manchmal einfach so. Man kann es ja nicht immer jedem recht machen. Da muss ja irgendwie nur irgendwas sein, was einen so unbewusst triggert, so, und dann, ja, ist es halt so, ne? Dann passt einem ein Buch vielleicht nicht. Aber ich habe wirklich meinen Spaß hier mit Boston Bells. Wie gesagt, wenn ihr es nicht vulgär mögt. Vulgär mögen ist halt auch so. Es ist sehr sexbeladen, sage ich mal so. Hunter spricht alles aus, was er denkt. Und Sailor ist da eher schon so zurückhaltender. Aber er ist halt sehr. Er ist. Also Hunter ist super vulgär. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja. Das waren die 4 Bücher, die ich euch aktuell zeigen wollte. Und wenn ihr dann. Also bei jedem Buch kann sich ja die Meinung noch ändern. Ne? Deswegen machen wir ja das Currently Reading. Das ist ja nur der erste Eindruck. Und ja. Wenn ihr dann sehen wollt, wie es mir letzten Endes gefallen hat, dann dürft ihr natürlich nicht verpassen, meinen Lesemonat für den August dann im nächsten Monat zu sehen. Aber bis dahin werde ich mir mit diesen Büchern noch ein paar schöne Stunden machen. Ne? Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr aktuell lest und wie euch die Bücher gefallen. Abonniert mich bei Instagram, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. So. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.